ihren Widerwillen. Sammelabschiebungen. Wenn die Maschine einmal in der Luft ist, dann wissen auch die Rückzuführenden, dass es jetzt eigentlich keinen Weg mehr zurück gibt. Abschiebung. Ein aufwendiges und teures Verfahren. Ohne Alternative? Abgelehnte Asylbewerber kommen zu uns, um eine Abschiebung zu vermeiden. 26.000 Asylbewerber müssen Deutschland sofort verlassen. Was erwartet sie zu Hause? Ich habe es versucht, es hat nicht geklappt. Jetzt bin ich wieder hier. Großer Aufwand für den Weg zurück. Wir sind mit der Kamera dabei, vom Asylantrag bis zum Abflug. Die Justizvollzugsanstalt Dresden an einem Apriltag morgens gegen 6. Die meisten der Häftlinge schlafen noch, einer nicht. Ein Mann aus Tunesien hat kurz zuvor die Nachricht bekommen, er wird abgeschoben. In einem Sammeltransport zurück nach Tunis, Nordafrika. Sie müssen sich vorstellen, die Gefangenen werden von der Situation in der Regel überrascht. Wir wissen oft nicht, welche Erfahrungen die Gefangenen in ihren Heimatländern gemacht haben. Deswegen fallen natürlich die Reaktionen der Gefangenen in einer Situation, wo sie über eine geplante Abschiebung informiert werden, sehr unterschiedlich aus. Sie haben ihn jetzt gerade, glaube ich, schon informiert. Wie hat er reagiert? Der war sehr ruhig. Aber wir reden hier auch von einem Gefangenen, der bislang nicht negativ aufgefallen ist in der Anstalt. Der Mann verhält sich weiter ruhig. Viel anderes bleibt ihm auch nicht übrig. Über die Schweiz nach Deutschland gelangt, hat Samir M. jahrelang in der Illegalität gelebt. Ist ohne Arbeitserlaubnis schließlich wegen Drogendelikten für 2 Jahre verurteilt worden. Mit sehr wenig Gepäck geht es für ihn nach 1 Jahr Haft zurück in seine Heimat. Aber heute nicht für ihn allein. Es werden mehrere Personen gleichzeitig abgeschoben. Das heißt, auf der einen Seite holen wir mögliche Strafgefangene, die abgeschoben werden aus den Justizvollzugsanstalten bei uns im Land. Auf der anderen Seite natürlich auch sogenannte Flächenfälle zusammen. Das heißt, Personen, die sich in Erstaufnahmen befinden oder die eben auch schon in ihren Wohnungen sind, die aber eben abschiebebereit sind, sozusagen, wo alle Papiere zusammengetragen worden sind, wo die Ausreisepflicht auch besteht, die werden dann zusammengetragen von der Landespolizei zum entsprechenden Flughafen gebracht, dort der Bundespolizei übergeben. Und dann beginnt die Befüllung des Flugzeugs mit den Personen. Kurz darauf am Flughafen. Hier im Abschiebeterminal werden Samir M. und die anderen Tunesier erwartet. Gerade treffen die ersten Bundespolizisten ein. Wir gehen jetzt noch mal die einzelnen Bereiche ab. Gucken noch mal, ob wir irgendwelche Sachen finden, die hier nicht hingehören. Hauptkommissar Lars Rose leitet heute die Aktion. Sein Nachname ist geändert, der Job umstritten. Abzuschiebende ins Zielland bringen, möglichst unverletzt. Türen sind Gefahrenquellen. Man könnte sich an ihnen quetschen. Die müssen weg, die müssen weg. Also die Sanitärbereiche werden ja durch eine Reinigungsfirma werden die ja sauber gehalten. Und da ist wichtig, dass wir die nochmal durchsuchen. Möglicherweise werden Reinigungsmittel vergessen, werden hier abgestellt oder irgendwelche anderen scharfen Gegenstände. Und deshalb werden die Kollegen hier das nochmal alles durchsuchen, gucken, dass nichts da ist, was im Endeffekt der Rückzuführende dann, wenn er mal auf so einen Toilettengang geht, hier irgendwas zu sich nehmen kann oder sich vielleicht selber verletzen. Deswegen sind auch die Spiegel hier alle abgehangen, dass nicht die Möglichkeit besteht, so einen Spiegel zu zerschlagen und sich dann hier zu schneiden. Abzuschiebende, die sich selbst verletzen. Sie hoffen, in letzter Minute im Krankenhaus zu landen, statt im Flieger. Verschluckte Batterien, gequetschte Gliedmaßen, tiefe Schnitte. Rose hat schon viel erlebt. Also die werden teilweise schon mit Rasierklingen hier angeliefert, die sie irgendwo in der JVA zum Beispiel sich organisiert haben, beziehungsweise selbst gebastelte Sachen von Plastikstäbchen über kleine Holzsplitter bis hin zu Scherben, die genutzt werden, um sich selber zu verletzen. Und die sie dann irgendwo verstecken? Die sie entweder in ihren Sachen oder selbst am Körper verstecken, ja. Die Kollegen kontrollieren gründlich, auch dort, wo später ein Arzt Körperöffnungen durchsuchen soll. Lars? Ja? Ein Cutter? Ein Cuttermesser, ne? Also sowas darf halt nicht passieren, dass sowas da liegt. Zeit für einen ersten Überblick. Maximal 25 Tunesier sollen heute ins Flugzeug. Mehr auf einmal nimmt das Land nicht entgegen.
13 kommen laut Liste direkt aus dem Gefängnis. Die erscheinen auf jeden Fall. Bei dem Rest ist es nicht sicher. Viele Abzuschiebende sind zufällig nicht zu Hause oder absichtlich untergetaucht. Die Bundespolizisten sind selbst gespannt, wie viele Tunesier es heute werden. Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland steigt. 2014 wurden insgesamt rund 11.000 Menschen zwangsweise zurückgebracht. 2015 waren es fast doppelt so viele. 2016 noch einmal ein Viertel mehr. Die meisten Abschiebeflüge gingen auf den Westbalkan, gefolgt von Italien und den Maghreb-Staaten Tunesien, Marokko, Algerien. 2015, als Hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland kamen, war viel von Willkommenskultur die Rede. Es kamen Geflohene aus dem syrischen Bürgerkrieg, aber auch Menschen vom Balkan, die jetzt die Chance sahen auf ein besseres Leben. Für gründliche Verfahren fehlte oft die Zeit. Inzwischen funktionieren die Verfahren wieder. Innenminister in Deutschland sprechen seltener vom Willkommen, oft vom Abschied. Das sind aus meiner Sicht zwei Seiten ein und derselben Medaille. Denn wenn Menschen zu uns kommen, Antrag auf Asyl stellen, als Flüchtling anerkannt werden wollen, dann durchlaufen sie ein rechtsstaatliches Verfahren und im Ergebnis steht eine Entscheidung. Entweder sie haben Anspruch und bleiben hier oder sie haben keinen Anspruch und müssen gehen. Und wer das nicht freiwillig macht, der muss dann mit staatlichen Zwangsmaßnahmen rechnen. Und vor dem Hintergrund sehe ich da gar nicht den Widerspruch, sondern gehört beides für mich zu einem Rechtsstaat. Ist die Politik ganz wertneutral? Flüchtlingsaktivisten wie die von Pro Asyl sehen das anders. Etwa wenn es um Afghanistan geht. Der Bundesinnenminister hat es im November 2015 verkündet. Es muss ein deutliches Signal her, dass man will, dass Afghanen nicht mehr fliehen. Und in Folge sinkt die Anerkennungsquote dramatisch, die Ablehnungsquote steigt. Macht die Politik also Druck? Auch auf die Asylentscheider? Und wer ist das eigentlich? Ein Donnerstagmorgen in Leipzig. Annette Pantel auf dem Weg zur Arbeit. Die Diplom-Betriebswirtin hat früher im Management eines Handelsunternehmens gearbeitet, später eine Bankfiliale geleitet. Dann verlor sie den Job und stieß auf eine Stellenanzeige des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, BAMF. Damals Ende 2015, als plötzlich Hunderttausende Geflüchtete nach Deutschland kamen. Ja, ich habe gedacht, das ist für mich genau das Richtige. Also ich bin halt jemand, ich brauche einen Job, der mich herausfordert, in dem ich mich tagtäglich sowohl persönlich als auch fachlich weiterentwickeln kann und womit ich was bewegen kann. Und in welchem Posten kann man das besser als Entscheider? Pantels Arbeitsort seitdem, das Ankunftszentrum des Bundesamts in Leipzig. Guten Morgen. Krieg, Elend, Verzweiflung, Hoffnung. Pantel und ihre Kollegen sollen aus all dem eines machen, einen Verwaltungsakt. Ja, was hast du heute auf dem Programm stehen? Na, ich habe heute Marokko und Bosnien. Und du? Okay. Algerien. Ja, also schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Okay. Hey. Genau. Zur gleichen Zeit zwei Stockwerke tiefer. Anwar Nasser wird registriert. Er kam 2015 aus Marokko, ohne Eltern, minderjährig. Vor wenigen Wochen ist er 18 geworden. Nun will er hier Asyl bekommen. Wochenlang haben er und sein ehrenamtlicher Begleiter auf diese Anhörung gewartet. Jetzt kann Anwar seine Fluchtgründe erklären. Für die BAMF-Entscheider ist das Alltag. Nehmen Sie bitte hier Platz. Danke. Es ist kein Gerichtstermin. Bitte seien Sie ganz befreit und erzählen Sie mir wirklich alles, was wichtig ist. Belehrung, Fragen zur Person, dann zu den Gründen. Immer in der Muttersprache, übersetzt vom Dolmetscher. Manche Anhörungen dauern eine Stunde, andere vier. Schicksale fürs Diktiergerät. Gehören Sie zu einem bestimmten Stamm oder einer bestimmten Volksgruppe? Ich bin Araber aus Algerien. Ich bin Romni. Wirtschaftslage war sehr schlecht. Die Wirtschaftslage war sehr schlecht, Punkt. Ich schlief immer draußen auf der Straße. Ich hatte Probleme in der Schule, ich wurde immer in der Schule geschlagen, Punkt. Mein Mann bekam Probleme mit lokalen Behörden und wurde häufig geschlagen, Punkt. Meine Mutter hatte Krebs.
Meine Mutter hatte Krebs. Ich musste jeden Tag im Krankenhaus. Eines Tages versuchte man dann auch, meine Tochter zu entführen. Dann habe ich mich entschieden, Algerien zu verlassen und woanders ein Leben aufzubauen. In Deutschland zum Beispiel. In Deutschland zum Beispiel. Zwischen Januar 2016 und Ende April 2017 entschieden Pantel und ihre Kollegen bundesweit über knapp 1 Million Asylanträge. 58% davon wurden angenommen. Ein Teil hatte sich anders erledigt, zum Beispiel weil Anträge zurückgezogen wurden oder an andere Länder weitergereicht. Abgelehnt hat das Amt in dieser Zeit 280.000 Asylanträge. Wem helfen Sie? Helfen Sie Deutschland oder helfen Sie den Asylbewerbern? Beiden. Also ich arbeite halt für die Bundesregierung, ganz klar. Und mein Auftrag ist es quasi, die horrende Zahl der Asylanträge mit abzuarbeiten. Und auf der anderen Seite bin ich für die Antragsteller da, für jeden Einzelnen, der hier zu uns kommt, zu mir zur Anhörung, um ihm die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern und dann irgendwann mal eine Gewissheit zu bekommen, wie es weitergeht. Ich würde ihm dann gerne noch. Anwar Nasser wird mit ein paar Informationsunterlagen erstmal entlassen. Annette Pantel wird sein Anhörungsprotokoll später noch einmal durchlesen, wichtige Fakten gegenchecken und prüfen, ob das alles reicht für einen Schutzstatus. Dann gehen wir. Okay. Unterschreiben Sie lieber eine Ablehnung oder lieber eine Anerkennung? Na, von lieber kann man ja wieder nicht reden. Also ich unterschreibe halt das, was der Fall hergibt. Und wenn das Gesetz sagt, das ist eine Ablehnung, dann ist es so. Und wenn es eine Anerkennung ist, ist es eine Anerkennung. Also ich bin dafür da, jeden Antrag wirklich rechtlich zu prüfen und zu entscheiden. Und wie da der politische Wind gerade weht, das ist für mich irrelevant. Pantel und ihre Kollegen bemühen sich um Sorgfalt. Und doch gab es auch Fehler. Vor allem in der Zeit des großen Flüchtlingsandrangs. Einer der krassesten, der Fall Franco A., ein rechtsradikaler Bundeswehroffizier, der sich 2015 bei seiner Anhörung als Syrer ausgab und tatsächlich einen Schutzstatus bekam. Die BAMF-Chefin muss gravierende Fehler eingestehen. Es hat hier unser Qualitätssicherungssystem versagt. Da gibt es nichts zu beschönigen. Das hätte so nicht vorkommen können. Müssen. Dürfen. Der Minister ordnet daraufhin an, tausende Asylentscheide neu zu prüfen. Allerdings nur die positiven. Dass man auch hinter manche Ablehnung ein Fragezeichen setzen kann, zeigt der Fall von Ramin Mohabbat, den Pro-Asyl auf einer Pressekonferenz in Berlin vorstellt. Er ist ein Journalist aus Afghanistan. In seiner Heimat habe er über die Taliban berichtet und sei deswegen in Gefahr, sagt er. 2015 ist er nach Deutschland geflohen. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, aus Gründen, die er nicht versteht. Seine Fernsehberichte seien im Interview zum Asylantrag nicht zu Protokoll genommen worden. Meine Zertifikate und Videos und Fotos habe ich alles mitgebracht. Und der Anhörer hatte keine Lust und keine Zeit, er war auch müde. Und er hat gesagt, ich habe kein Interesse dafür, deine Zertifikate, ich will das nicht sehen, das ist okay, egal. Und in dieser Bescheid kommt, okay, wenn der Mann ist ein Journalist, warum hat er kein Foto, kein Video? Wir glauben nicht, dass er ein Journalist ist. Ein Entscheider lehnt Mohabbats Antrag ab. Die Bundesregierung geht zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass es in Afghanistan sichere Regionen gibt. Ramin Mohabbat sieht das anders. Die Taliban suchen diese Journalisten und sagen, okay, warum hast du diese Reportage gemacht? Warum hast du gesagt, 400 Taliban getötet? Das ist nicht gut von Taliban. Und Taliban haben mehrere Kontakte als unsere Polizei in Afghanistan. Die finden jede Person in überall in diesem Land, überall. Es ist egal in Kabul und Mazar-e-Sharif oder Herat. Wenn die suchen eine Person, die finden auch das. Negative Bescheide wie den von Mohabbat überprüft das BAMF bisher nicht noch einmal. Wer will, könne ja klagen, so die Politik. Ich gehe davon aus, dass diejenigen, die negativen Bescheid bekommen haben und sich im Unrecht gefühlt haben, dass sie die Rechtsbehelfe in Anspruch genommen haben. Mohabbat hat tatsächlich geklagt. Nur, die Gerichte sind mit solchen Klagen völlig überlastet. In der Wartezeit hängen die Geflüchteten in der Luft.
So wie Anwar Nasser, der marokkanische Flüchtling in Sachsen. Er wartet auch 5 Wochen nach seiner Anhörung immer noch auf Post vom Amt. Anwar hat inzwischen die Hauptschule abgeschlossen, macht im Getränkemarkt ein Praktikum. Sein Traumberuf ist allerdings ein anderer. Ich will Automechaniker machen, aber es ist schwer ein bisschen für mich, Ausländer und so. Arbeitskräfte werden eigentlich gesucht. Das Praktikum läuft gut. Trotzdem hat Anwar als Flüchtling noch keine Lehrstelle gefunden. Die 5 Kilometer bis zu seinem Wohnort Mutschen fährt er täglich mit dem Fahrrad. Hier lebt er in einer Unterkunft für Jugendliche. Deren Leiter bindet ihn ein in die alltäglichen Arbeiten. Sollte Anwars Antrag abgelehnt werden, hoffen beide auf eine Duldung durch die örtliche Ausländerbehörde. Dann wäre Anwar zwar ausreisepflichtig, aber vorerst geschützt vor Abschiebung. Also mein Kenntnisstand, wer eine Ausbildung hat, hat wirklich sehr gute Chancen, dass die Abschiebung ausgesetzt wird. Deswegen sind wir auch so bemüht, deswegen ist auch Anwar bemüht, wirklich mit Leistung zu überzeugen und sich zu integrieren. Und der Weg bis hierher, seit ich ihn kenne, seit Oktober 2016, zeigt mir eine Integration willen und auch was zurückgeben und eigentlich auch dankbar sein, dass er in Deutschland sein kann. Geduldet werden heißt Leben auf wackeligem Boden. Gewissheit nur für kurze Zeit. Und das ist gar nicht selten. Ende April 2017 leben in Deutschland rund 220.000 ausreisepflichtige Ausländer. Davon sind knapp die Hälfte Asylbewerber. Rund 3/4 von ihnen werden geduldet. Bei einigen ist der Status unklar. Alle anderen, also rund 26.000 Asylbewerber, sind vollziehbar ausreisepflichtig, können jederzeit abgeschoben werden. Duldungsgründe gibt es viele. Eine angefangene Ausbildung, erkrankte Angehörige in Deutschland, aber auch fehlende Reisedokumente. Unter anderem damit beschäftigen sie sich hier, im Bundespolizeipräsidium in Potsdam. Schaltzentrale für alle Bundespolizisten, deutschlandweit. Von hier aus organisiert Barbara Hitz Abschiebeflüge. Gemeinsam mit 40 Mitarbeitern. Die Referatsleiterin Rückführung hat jede Woche mehrere Flüge und muss pro Flug Dutzende Polizisten bereitstellen. Wir haben einige Flüge, die sind relativ regelmäßig, also alle 6 Wochen auf dem Balkan oder alle 4 Wochen nach Tunesien. Und das Ganze drumherum, es werden die jeweiligen Begleitbeamten gesucht, es werden geguckt, müssen die vielleicht übernachten, wie kommen die überhaupt nach Leipzig, wie viele brauche ich denn eigentlich, was brauche ich sonst noch? Ich brauche noch einen Arzt, ich brauche noch einen Dolmetscher, ich brauche vielleicht noch Lunchpakete. Je nachdem, wo ich hinfliege, brauche ich dort im Zielstaat ein Hotel, brauche ich vielleicht ein Visum, wie komme ich eigentlich zurück? Nicht nur für die Bundespolizisten braucht Barbara Hitz Papiere, auch für diejenigen, die abgeschoben werden sollen. Oft haben die aber keine Ausweisdokumente mehr, keine Pässe. Ersatzpapiere müssen her. Hitz-Kollegen müssen die beschaffen, bei den Botschaften der Staaten, in die abgeschoben wird. Zum Beispiel bei der gambischen. Also hier sieht man ja, dass die Person, für die jetzt ein Passersatzpapier ausgestellt worden ist, schon gambische Dokumente hatte. Das macht es dann natürlich der Botschaft relativ einfach, festzustellen, okay, da lag schon mal was vor, vielleicht haben sie das auch in Gambia noch mal nachvollzogen. Und statt dem jetzt einen richtigen Pass auszustellen, das kann er dann ja in Gambia nachholen, haben sie eben ein Passersatzpapier ausgestellt, das dann eben für die Reise in den Zielstaat gültig ist. Es gibt Staaten, bei denen funktioniert das ganz, ganz reibungslos. Andere Staaten, da braucht man etwas mehr, da muss man dicke Bretter bohren. Je aufwendiger der bürokratische Vorlauf, desto teurer wird die Abschiebung. Teuer ist für Hitz vor allem der Einsatz der Polizisten und die Buchung des Fluges. Kosten, die extrem schwanken können. Es kann von, sage ich mal, wenigen 100 Euro, wo ich sage, jemand wird aufgegriffen, mit einem Linienflug dann nach Albanien gebracht. Das sind jetzt keine großen Summen. Es können natürlich aber auch mehrere 10.000 Euro da zusammenkommen. Wenn ich jetzt einen Extremfall habe, der mit einem Kleincharter nach Ghana abgeschoben wird. Barbara Hitz ist sich sicher. Abschiebungen werden sie und ihre Kollegen noch lange beschäftigen. Das ist Arbeit für Jahrzehnte noch.
Die Auswirkungen von, sage ich mal, Migrationsbewegungen kommen bei uns im Bereich Rückführung erst mit zeitlicher Verzögerung an. Also gefühlt haben wir vor wenigen Jahren noch die Auswirkungen des Krieges im ehemaligen Jugoslawien bearbeitet. Das heißt, wir werden noch lange an diesen Migrationsbewegungen der letzten zwei Jahre arbeiten müssen. Dass viele Abschiebeverfahren sehr lange dauern, liegt nicht allein an den deutschen Behörden, sondern auch an deutschen Gerichten, die überfordert scheinen. Der Berliner Anwalt Percy McLean betreut Mandanten aus dem ehemaligen Jugoslawien, wie die Cecics, für die er eine vorläufige Duldung erwirkte. Dennis Cecic arbeitet inzwischen als Hausmeister. Die Töchter machen Abitur. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts, ob die Familie in Deutschland endgültig bleiben darf, steht seit mehr als drei Jahren aus. Das ist für die Familie hier eine ungeheure Belastung, weil die Unsicherheit bleibt, möglicherweise in Kürze abgeschoben zu werden. Wenn man wie bei dieser Familie sieht, da sind zwei Töchter, die hier im Gymnasium sehr erfolgreich sind, und da ist ein Ehepartner, der bereit ist zu arbeiten, der also nicht von der Sozialhilfe abhängig sein möchte, sondern der seinen Beitrag leisten möchte, dann ist man doch völlig verrückt, solche Menschen nach Hause zu schicken mit aberwitzigem bürokratischen Aufwand, obwohl wir genau solche Kinder in der nächsten Generation brauchen, weil wir schon selbst nicht genügend Kinder in die Welt setzen. Also man muss doch die Interessen größer sehen, die also als Handlungsmaßstab für die Behörden gelten sollten. Nicht nur kleingeistig auf einzelne Vorschriften, nur Abschiebung, 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 sondern was brauchen wir insgesamt? Zurück zu Samir M., dem Tunesier aus der JVA Dresden. Er wird zum Flughafen Leipzig gebracht. Fünf bewaffnete Polizisten begleiten einen mit Handschellen gefesselten Mann. Unterwegs eine kurze Pause. Der Tunesier scheint angespannt. Mit uns sprechen will er nicht. Wie ist es jetzt zurückzukommen nach Tunesien für Sie? Ist das schwierig, die Situation? Lass mich Ruhe, bitte. Pardon? Lass mich Ruhe, bitte. Zur gleichen Zeit am Abschiebeterminal am Leipziger Flughafen. Einsatzleiter Rose und seine Kollegen bereiten den Bodycuff vor, ein Fesselungssystem. Für den Fall, dass ein Abzuschiebender renitent wird, wie sie sagen. Es handelt sich um einen Hüftgurt, der demjenigen um die Hüfte gelegt wird, am Rücken fixiert. Und in den Taschen hier befinden sich Handfixierungsteile, die derjenige dann an den Handgelenken befestigt bekommt. Und wenn derjenige sich, sage ich mal, noch einigermaßen kooperativ verhält, kann man diese Handfixierungsteile lang tragen. Wenn derjenige jedoch unkooperativ ist, ne, und aggressiv, haben die Kollegen die Möglichkeit, diese Handfixierungsteile kurz zu ziehen an diesen Schlaufen. Bedeutet dann, die Hände sind bei ihm hier an der Hüfte fixiert. Einsatzbesprechung mit den Personenbegleitern Luft. Bundespolizisten, die normalerweise auf Bahnhöfen oder an der Grenze arbeiten, drei Wochen Fortbildung hatten und jetzt regelmäßig Abschiebungen begleiten. Ihr bildet Dreierteams, bedeutet, ihr bleibt zu dritt auch an der Person dran. Rauchen einzeln. Also guckt, wenn jemand draußen steht, raucht, wartet euer Delinquent noch und wenn der andere fertig ist, geht ihr mit dem Rückzuführenden raus, dann kann der draußen rauchen. Toilettengänge das Gleiche. Ihr begleitet die Person mit zu den Toiletten. Je drei Polizisten für einen Abzuschiebenden. Nicht bei allen Nationalitäten ist das so, bei Tunesiern schon. Im Maximalfall sagen wir mal 25 Tunesier. Na, auf die 25 Tunesier kommen ca. 60 bis 70 Beamte, die mitfahren, mitfliegen. Und dazu kommen noch zwei Ärzte und zwei Dolmetscher, die ebenfalls mit an Bord sind. Das alles für 25 Tunesier? Das alles für 25 Tunesier. Noch gar nicht mitgerechnet sind die Landespolizisten, die draußen Abzuschiebende abholen. Manchmal kommt es dabei zu verstörenden Szenen. So wie Ende Mai 2017 in Nürnberg, als ein junger Afghane direkt aus der Schule abgeholt werden soll und die Mitschüler versuchen, das zu verhindern. Auch um solche Szenen zu vermeiden, setzt die Politik zunehmend auf einen Ausreisegewahrsam. Leute, die sich der Abschiebung widersetzen, dass wir denen auch noch
sehr konsequent entgegengetrennt werden, dass wir sagen, in der Gewahrsamseinrichtung werden sie bis zu 4 Tagen, wir haben ja sogar gefordert, bis zu 10 Tagen untergebracht, damit sie dann von dort aus in die Abschiebung kommen. In einem Ausreisegewahrsam ist es schwer, mit Telefon in der jetzigen Situation überhaupt einen Anwalt zu finden, der dafür sorgt, dass das Handeln der Behörden vor Gericht überprüft wird. Das ist eine sehr gravierende Entwicklung. Noch weiter geht eine andere Idee. Ausreisezentren, etwa nach dem Vorbild Dänemarks. Asylbewerber sollen darin wohnen, direkt nach einer Ablehnung, abgeschottet. Sie sollen gar nicht erst anfangen, sich zu integrieren und am Tag der Abschiebung sofort aufzufinden sein. Parallel zu solchen Überlegungen setzt die Politik auf ein anderes Mittel, abgelehnte Asylbewerber zurückzubringen. Die sogenannte freiwillige Ausreise. Beispiel Leipzig. Wie in vielen Städten gibt es auch hier eine Rückkehrberatungsstelle. In diesem Fall betrieben von der Caritas. Hierher kommen an diesem Vormittag Nustrit und Abenita aus dem Kosovo. Zusammen mit Töchterchen Annika und einer Dolmetscherin. Ihren vollen Namen sollen wir nicht nennen. Seit 2 Jahren sind sie in Deutschland, haben lange auf ihren Asylbescheid gewartet. Vor 2 Tagen der Brief. 1 Woche gibt ihnen die Behörde Zeit. Danach können sie jederzeit abgeschoben werden. Darauf wollen sie es nicht ankommen lassen. Meine Frau ist schwanger. Wir würden gern wenigstens einige Tage Aufschub bekommen, bis das Kind geboren ist. Mehr wollen wir gar nicht. Vielleicht können Sie helfen, eine Wohnung zu organisieren. Ich weiß gar nicht, wo wir dorthin sollen. Wir wollten doch beide hier arbeiten, damit wir nicht auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Manche Flüchtlinge wollen zurück, obwohl sie noch gar nicht abgelehnt wurden. Etwa, weil sie erst in Deutschland erfahren haben, dass sie die Familie nicht nachholen dürfen oder nicht wie erhofft Arbeit finden. Die meisten aber treibt die Angst. Abgelehnte Asylbewerber kommen zu uns, um eine Abschiebung zu vermeiden. Ihr Ziel ist es nicht, Deutschland schnellstmöglich zu verlassen, sondern sie wollen nicht, dass nachts die Polizei bei ihnen klingelt. Zumeist haben sie auch noch kleine Kinder und das ist einfach das geringere Übel, eine freiwillige Ausreise anzutreten, die ja in Sicherheit passieren kann und die im besten Fall in Würde passieren kann. Die Bundesregierung drängt auf freiwillige Ausreise, auch aus Kostengründen. Eine Abschiebung kostet den Staat im Schnitt 1.500 Euro. Eine freiwillige Ausreise weniger als die Hälfte. Deshalb wirbt der Staat. Freiwillige Rückkehrer bekommen die Flugtickets bezahlt und je nach Herkunftsland auch Bargeld für den Neustart. Viele nehmen das in Anspruch. Zu den 25.000 abgeschobenen Asylbewerbern kamen 2016 mehr als doppelt so viele, die freiwillig ausgereist sind. Gefördert von der Bundesrepublik. Dabei entscheidet jedes Bundesland für sich, wie sehr es freiwillige Ausreisen unterstützt. Manche geben auch Rückkehrern auf den Balkan kleine Bargeldhilfen. Sachsen nicht. Die Beraterin hat aber eine andere Idee. Also es gibt ein Programm im Kosovo, das heißt URA 2. Das ist von der deutschen Regierung, wird das bezahlt und durchgeführt. Dort können wir euch vorher anmelden und sagen, dass ihr kommt und dass ihr auch 2 Kleinkinder habt. Und die sollten euch dann eigentlich helfen und euch auch eine Wohnung besorgen. Und die 1 Woche bis zur Abschiebung? Die Beraterin beruhigt. Wer sich anmeldet zur freiwilligen Ausreise, bekommt erfahrungsgemäß etwas Aufschub. Und dann beginnt der Mutterschutz. Aber spätestens nach der Geburt müssen sie gehen. Definitiv. Was erwartet Rückkehrer im Kosovo? Wie viel Hilfe bekommen sie hier wirklich? Das Land hat 1,8 Millionen Einwohner und eine Arbeitslosenquote von 29%. Deutschland ist für viele hier ein Sehnsuchtsort. Jeder kennt mindestens einen, der schon einmal in Germania war, etwa während des Kosovo-Krieges Ende der 90er.
Viele von denen, die abgeschoben wurden oder freiwillig zurückkommen, landen tatsächlich hier. Ura, albanisch die Brücke. Ein Büro, aufgebaut und betrieben von der deutschen Regierung. In der Regel erwarten wir die Klienten im Flughafen. Dann schauen wir uns an, was sie unmittelbar brauchen. Wir stehen in engem Kontakt zu den kosovarischen Behörden und können auch Notunterkünfte vermitteln. Doch meist geht es um mehr als nur ein Dach. Dieses Ehepaar ist vor 5 Tagen angekommen. 2 Jahre in Baden-Württemberg, geplatzte Träume. Jetzt wollen sie wieder Fuß fassen im Kosovo. Der Mann auf dem Bau, die Frau im Reinigungsgewerbe. Mehr als 10.000 Menschen sind 2016 offiziell ins Kosovo zurückgekehrt, abgeschoben oder freiwillig. Rund die Hälfte von ihnen ließ sich im URA beraten. Finanziell unterstützt wurden 1.800 Personen. Längst nicht jedem kann geholfen werden. Manchmal aber ist die Hilfe wirklich fruchtbar. Zu einem solchen Fall macht sich Morinas Kollege auf den Weg, Richtung serbisches Grenzgebiet. Der Klient verlegt hier gerade Fliesen in einem Privathaus. 2015 war Paitim Tahiri mit Frau und Kind nach Deutschland ausgewandert, illegal. Um eine noch bessere Stellung zu finden, wie er sagt. Nur, er durfte gar nicht arbeiten als Asylbewerber. Trotz Handwerkermangel in Deutschland. Nach 9 Monaten ging er freiwillig zurück und bekam hier Unterstützung von den Deutschen. Ich habe elektrische Geräte bekommen, einen Stemmhammer, Werkzeuge, um lange Treppen zu fliesen, was ich früher nicht konnte, und einige Bohrmaschinen. Der Arbeitsberater freut sich. Sein Klient hat inzwischen 2 Mitarbeiter eingestellt. Tahiri ist auf Wochen ausgebucht. Arbeitsplätze schaffen dank deutscher Unterstützung. Das Kosovo brauche genau solche Impulse. Leute gehen nach Deutschland und nach auch andere europäische Staaten, lernen da die neue Kulturen, lernen da auch neue Arbeitsaspekte, bringen neue Sprachkenntnisse mit, auch die Kinder. Das ist für uns eine bestimmte Bereicherung. Weil dadurch auch viele auch neue Wege sehen, neue Perspektiven auch sehen. Und das finde ich persönlich als eine Bereicherung. Aus Ihrer heutigen Sicht, war das ein Fehler, nach Deutschland zu gehen? Nein, das war kein Fehler, sondern eine Lehre. Wenn es legal geht, dann ist es in Ordnung. Wenn es illegal ist, ist man dort nicht willkommen. Ich habe es mal versucht. Es hat nicht geklappt. Jetzt bin ich wieder hier. Paitim Tahiri, der Fliesenleger, ein Beispiel für gelungene Rückkehr. Hilfsprogramme wie dieses will die Bundesregierung ausbauen, auch in anderen Staaten. Also alles gut im Kosovo? Kein echter Grund, hier wegzugehen? Ein bisschen komplizierter ist es schon. In einem Grenzdorf nahe Serbien lebt Albana Ademi mit ihrem Mann, seiner Mutter und 3 Kindern im Haus ihres Schwagers. Albana ist in Deutschland geboren, wie viele Kosovaren. Ihre Eltern hatten dort während des Balkankrieges Schutz gefunden. Im Ordner gleich neben der Geburtsurkunde der Abschiebebescheid. Sie war 12, der Krieg zu Ende, das hieß zurück ins Kosovo. Doch innerlich hier angekommen ist Albana nicht. Sie ist nierenkrank, erzählt sie. Ihr Mann werde bedroht, weil er Geschäfte macht mit Serben. 2015, im Sog der Flüchtlingskrise, sahen sie plötzlich eine Chance. Das hieß einfach, wer nach Deutschland oder Österreich oder egal wo, kann einfach mit einem Personalausweis raus. Ja, dann sind wir bei der Grenze und einfach mit einem Personalausweis durften wir also durch die Grenze. Was habt ihr gedacht, was in Deutschland euch erwartet? Also ich habe gedacht, ja, ich werde mal versuchen, also als eine Geborene in Deutschland, dass ich vielleicht Chance habe. Es heißt ja, wer sich integriert in Deutschland und wer die Sprache lernt und so. Ich habe gedacht, okay, ich kann die Sprache integrieren, kann ich mich auch in Deutschland, warum nicht? Aber das war nicht so. Nach der Ankunft landeten sie in Bayern in einer Unterkunft speziell für Balkanflüchtlinge. Albana nennt es Abschiebelager. Täglich erlebte sie, wie Nachbarn abgeholt wurden, in großen Bussen, unter Zwang. Also Abschiebungen sind wirklich sehr schlimm, vor allem von Kindern, wenn die gesagt haben, warum ist die Polizei da, wohin bringen die uns, was passiert jetzt? Ja, und ich finde das schlimm, also ich wollte nicht, dass meine Kinder das erleben.
Also gingen sie lieber freiwillig zurück. Hilfe vom Ura haben sie nicht bekommen, galten nicht als bedürftig genug. Jetzt haben sie alle einen Traum, wieder irgendwie nach Deutschland kommen, wo die Gesundheitsversorgung stabiler ist und die Schulen besser. Alle lieben Deutschland, nicht Kosovo, weil hier in Kosovo ist ganz schlecht. Aber besser ist in Deutschland. Und deine Freunde, was wollen die auch nach Deutschland? Ja, alle? Gerne, ja. Aber irgendwer muss ja auch hier bleiben. Ich weiß nicht. Deutschland, ein Sehnsuchtsort. Und jeder hat seine Gründe. Wieder zurück bei Samir M., dem Abzuschiebenden aus der JVA Dresden. Er raucht gerade eine der letzten Zigaretten auf deutschem Boden. Durch die Abschiebung kommt er ein Jahr vor Ende seiner Strafe aus der Haft. In wenigen Stunden wird er in Tunesien ein freier Mann sein. Die Abschiebung ist teuer, doch der deutsche Staat spart durch die Haftverkürzung auch Geld. Am Abschiebeterminal des Flughafens sind inzwischen 9 andere Tunesier angekommen, mit ihren Habseligkeiten. Drinnen dürfen wir jetzt nicht mehr filmen. Wir haben die Szenen zeichnen lassen. Die Abzuschiebenden nehmen Platz. Das Gepäck müssen sie abgeben, auch das Handy und Medikamente. Nach dem Einchecken beginnt im Nebenraum das Warten. Je 3 Polizisten bewachen einen Tunesier. 3 Stunden, 4 Stunden. Man sitzt und schweigt oder geht rauchen. Ganz anders ist die Atmosphäre, wenn es Richtung Balkan geht. Unter den Abzuschiebenden sind dann oft Familien, Kinder. Die Polizisten haben Geld gesammelt für ein bisschen Ablenkung. Kuscheltiere, Spielzeug, Bücher, Malhefte, was Sie alles sehen hier. Was dann für die Kinder hier genutzt werden kann. Auf dem Teppich können die spielen. In diesem weißen Kasten befindet sich dann auch noch ein Fernseher, wo dann Kinderprogramm eingeschalten wird oder eine DVD mit Kinderfilmen gezeigt wird. Und da, denke ich mal, kann man so die Zeit gerade für die Kinder hier sehr gut überbrücken. Und sie sind abgelenkt von der ganzen Maßnahme. Bei Sammeltransporten auf den Balkan bewacht ein Bundespolizist im Schnitt 3 Abzuschiebende. Viele der Beamten sind selbst Väter oder Mütter. Auch Lars Rose hat 2 Kinder und kommt manchmal ins Grübeln. Man hat durchaus manchmal Familien, die sich schon sehr lange in Deutschland aufhalten, schon viele Jahre hier in Deutschland leben, wo die Kinder perfekt Deutsch sprechen, weil sie im Kindergarten besuchen, weil sie die Schule besuchen. Und da fragt man sich vielleicht schon, ob hier eine Rückführung so sinnvoll ist. Ne? Sicherlich muss es gemacht werden, das ist nicht meine Entscheidung. Aber man hat halt für diese Kinder gerade, wo man dann schon denkt, ihre Zukunft in Deutschland wäre sicherlich eine bessere als vielleicht in ihrem Heimatland. Und da hat man dann schon teilweise manchmal gemischte Gefühle. Schließlich kommt auch Samir Ems Begleitkommando an. Auch für ihn beginnt sie jetzt endgültig. Die unfreiwillige Reise in das Land, aus dem er kam. Tunesien. 3 Jahre nach dem arabischen Frühling kämpft die junge Demokratie mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten. In manchen Gegenden ist die Hälfte aller jungen Menschen ohne Job. Nur wenn sie Glück haben, finden sie Arbeit. Wie in dieser Textilfabrik in Sousse. Was hier produziert wird, landet auch in deutschen Boutiquen. Jeans und Kleidung der gehobenen Preisklasse auch für deutsche Firmen, die lieber nicht genannt werden möchten. Einer, der Glück hatte und ohne Schulabschluss eine Ausbildung fand, ist Salem Fadloun. Dabei hatte er schon gespart für einen Schlauchbootplatz über das Mittelmeer. Als ich im Sommer so viele Tunesier getroffen habe, die kommen hierher mit ihren Autos und so viel Geld, da frage ich mich, warum solltest du nicht auch die gleiche Chance haben? Das kannst du doch auch. Salem hat seine gefährliche Reise im letzten Moment abgebrochen. Ein Freund seines Vaters, der hier Ausbildungsleiter ist, brachte ihn in die Fabrik. Das Problem, das Salem hat, ist keineswegs einzigartig.
Die tunesische Regierung und die Privatunternehmen arbeiten leider nicht zusammen. Und deshalb kann man den jungen Leuten nicht genug Arbeit anbieten. Denen bleibt die Straße, die Kriminalität oder sie flüchten ins Ausland oder gar in den Terror. Wir als Unternehmen sind die Ersten in einem nationalen Programm, um diese jungen Menschen hier in den Betrieb zu holen und hier zu integrieren. Die tunesische Bevölkerung ist, wie in allen Maghreb-Staaten, jung. 28 Jahre im Schnitt. Ein wirtschaftliches Potenzial, an dem auch Unternehmen interessiert sind. In Deutschland wie Tunesien. Seit dem Frühjahr 2017 gibt es in Tunis ein deutsch-tunesisches Beratungszentrum. Hier wird, nach dem Vorbild der Beratungsstelle in Pristina, versucht, Brücken zu schlagen zwischen den beiden Arbeitsmärkten. Auch für Rückkehrer aus der Bundesrepublik. Die Beratung bieten sie gemeinsam an. Die tunesische Arbeitsagentur und die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Wir beraten auch zu Möglichkeiten, nach Deutschland zu kommen. Es gibt sehr viel gut ausgebildete Tunesier, zum Beispiel im IT-Sektor, zum Beispiel im Hotel- und Gaststättengewerbe, was bei uns absolute Mangelberufe sind. Noch steckt die Beratung in den Anfängen. Doch angesichts der eher geringen Zahl der Tunesier, die nach Deutschland flüchten, scheinen die Chancen gut, die Zuwanderung eines Tages besser steuern zu können. Noch einmal zum Abschiebeterminal am Leipziger Flughafen. Für den Sammeltransport nach Tunesien wurden 25 Abzuschiebende erwartet. Angekommen sind heute 17. 13 davon direkt aus dem Gefängnis. Auch der junge Tunesier mit dem Fesselgurt. Im Rahmen der Zuführung hat der gute Herr geäußert, dass er nicht fliegen möchte. Hat auch versucht, im Fahrzeug sich selbst schon zu verletzen. Das Ganze hat sich dann auch während der Durchsuchung so fortgesetzt, dass wir gesagt haben, wir werden ihn jetzt fesseln, einfach zu seinem Schutz. Die Kollegen sprechen mit ihm, wirken jetzt im Rahmen der Kommunikation auf ihn ein, sodass er sich zunächst mal beruhigen kann und wir ihn nachher dann auch gut in den Flieger verbringen können. Die Atmosphäre sonst im Warteraum, angespannt, doch ruhig. Einsatzleiter Rose hat ein bisschen Zeit für den Blick aufs große Ganze. Die Welt ist nicht gerecht. Und man hat natürlich dieses Privileg der Geburt. Wir haben das Glück, wir sind in Deutschland geboren, wir werden in Deutschland groß. Hier ist alles organisiert, hier passt das, die Strukturen passen. Andere werden halt in Schwarzafrika geboren. Das ist nun mal so. Und es wird keine Gerechtigkeit auf der ganzen Welt geben. Und nur dadurch, dass die Leute zu uns nach Deutschland kommen, werden sie auch hier keine Gerechtigkeit erfahren. Das ist nun mal so und da muss dementsprechend auch jeder selber seinen Weg, sein Glück suchen. Bei manchen klappt es, bei manchen klappt es nicht. Kurz vor 12. Der Flieger ist bereit. Für Samir M. und die anderen 16 Tunesier sind es die letzten Meter auf deutschem Boden. Es ist eine Reise ohne legale Wiederkehr. Nach Deutschland einreisen dürfen sie offiziell nie wieder.